Dann begrüße ich Sie sehr herzlich hier zu unserer vierten Veranstaltung im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zum Ersten Weltkrieg in Ostmittel- und Südosteuropa. Ich begrüße Sie im Namen der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek, die diese Veranstaltung organisiert. Mein Name ist Eva Maurer. Jetzt möchte ich aber gar nicht weiter sprechen, sondern Ihnen direkt unsere Referentin heute Abend vorstellen. Frau Tamara Scheer wird heute zu uns sprechen über Österreich-Ungarns Besatzungsregime in Polen, Montenegro und Serbien, in vergleichender Perspektive also. Frau Scheer ist zu uns aus Wien gekommen, wo sie auch studiert hat und heute arbeitet. Sie hat dort 2007 promoviert mit der Arbeit, die veröffentlicht wurde 2010 unter dem Titel Die Ringstraßenfront, Österreich-Ungarn, das Kriegsüberwachungsamt und der Ausnahmezustand während des Ersten Weltkrieges. Sie sehen also, da hat quasi die Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg angefangen, die sie im Weiteren vertieft hat. Sie war nach ihrer Promotion Projektassistentin am Institut für Zeitgeschichte bis 2009, wo sie unter anderem am Projekt Ergänzungsraum Südosteuropa mitgearbeitet hat. Seit 2009 ist Frau Scheer Lektorin am Institut für Zeitgeschichte in Wien. Sie war zwischen 2010 und 2012 in Budapest als Postdoc-Stipendiatin an der Fakultät für mitteleuropäische Studien der Andrassy-Universität in Budapest eben. Und seit April 2013 hat sie ein Habilitationsstipendium, ein sogenanntes Hertha-Firnberg-Stipendium vom österreichischen Forschungsfonds, also dem Pendant unseres SNF, und arbeitet am Ludwig-Boltzmann-Institut für historische Sozialwissenschaft. Ihr aktuelles Habilitationsprojekt befasst sich mit der Sprachenfrage in der K&K-Armee. Ihre Forschungsschwerpunkte, wie Sie bereits erkennen konnten, sind eben die imperialen Institutionen, Loyalitäten, Identitäten Österreich-Ungarns, insbesondere die Militärverwaltung, Besatzung und Ausnahmezustand während des Ersten Weltkrieges, sowie eben Mehrsprachigkeit in Politik, Verwaltung und Streitkräften. Sie ist zurzeit auch Redaktorin für die Online-Enzyklopädie 1914 bis 1918 Online.net. Das ist ein großes digitales Enzyklopädieprogramm, das unter anderem von der DFG gefördert wird, wo Sie also sehr viele aktuelle Informationen zum Ersten Weltkrieg finden. Aus Ihrer Postdoc-Zeit stammen zwei wichtige Publikationen, die wir Ihnen hier mitgebracht haben. Eine aus dem Jahr 2009, die heißt Zwischen Front und Heimat. Österreich-Ungarns Militärverwaltung im Ersten Weltkrieg und mit dem ähnlichen Cover, aber anderen Titel von 2013, also aus dem letzten Jahr, Minimale Kosten, absolut kein Blut, Österreich-Ungarns Präsenz im Sandschak von Novi Pasa, 1879 bis 1908. Ja, ab Januar 2015 wird Frau Scheer in Florenz sein, am European University Institute. Vorläufig ist sie aber noch hier, worüber wir uns sehr freuen. Ich gebe Ihnen die Bücher rum, damit Sie da einen Blick reinwerfen können. Und dann gebe ich Ihnen das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Funktioniert das Mikrofon? Also hören Sie mich lauter, als ich eigentlich spreche? Auch ganz hinten? Funktioniert das? Bitte nicken, sonst merke ich es nicht. Okay, ja, danke schön. Fein, dann mache ich das so weiter in der Lautstärke. Es ist viel angenehmer. Sie haben ja schon mitbekommen, was so meine Forschungsschwerpunkte in den letzten Jahren waren. Also ich bin sozusagen keine südosteuropäische Geschichte-Expertin, sondern beschäftige mich hauptsächlich mit Südosteuropa, wenn Österreich-Ungarn in Südosteuropa aktiv wird. Wobei ich auch immer sage, Österreich-Ungarn war ein Balkanstaat, denn viele Teile Österreich-Ungarns, die heute selbstständige Länder in Südosteuropa sind, waren Teil Österreich-Ungarns. Habe ich die Reihenfolge ein bisschen falsch gemacht. Eigentlich wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, damit wir uns das bewusst sind am Beginn des Vortrages, wie Österreich-Ungarn überhaupt ausgeschaut hat, wer hat da gelebt, was waren die Nachbarländer, nur um sich noch mal vorzustellen zu können, denn diese Zusammensetzung der Habsburger Monarchie und ihre Bevölkerung war ganz wichtig dann für die Besatzungszeit im Ersten Weltkrieg. So, wir sehen hier, man kann zwar die Orte nicht lesen, aber was man ganz gut sehen kann, ist, dass wir hier einen orangenen Teil haben und einen weißen und einen blauen. Das ist ja Österreich-Ungarn, setzte sich zusammen nach dem Ausgleich mit Ungarn in den 1860er Jahren aus der österreichischen Reichshälfte, die ging von Lemberg
bis Tirol, also bis an die Schweizer Grenze unter dem ungarischen Königreich, das etwa von Rijeka, dem heutigen Kroatien, Temes war im heutigen Rumänien, bis heutige Slowakei beinhaltet hat. In Blau eingezeichnet ist Bosnien-Herzegowina, das Österreich-Ungarn 1878 nach dem Berliner Kongress besetzt hat und 1908 dann annektiert hat. Also es wurde ein Teil der Habsburger Monarchie, aber es wurde eben keinem dieser beiden Reichsteile Ungarn und Österreich zugeschlagen, dadurch eine dritte Farbe. Was bedeutet das für die Zeit des Ersten Weltkriegs? Ungarn hatte sein eigenes Parlament, Wien hatte sein eigenes Parlament und Bosnien hatte seit 1909 einen Landtag. Also wir sprechen quasi von drei Staatsbürgerschaften oder Landesangehörigkeiten, wie man in Bosnien gesagt hat. Was bedeutet das wiederum? Also Ausnahmeverfügungen, Zensur, Überwachung der Bevölkerung wird mit Kriegsbeginn 1914 in Kraft gesetzt, aber eben nicht gleichermaßen in allen drei Teilen. Dadurch erlebten sozusagen die Bevölkerung dieser drei Teile den Krieg und die Heimatfront recht unterschiedlich. Wer lebt nun hier? Bosnien-Herzegowina, wenn man sich die Diskussionen im Landtag anschaut zwischen 1911 und 1914, sieht man, dass viele jener Diskussionen, die auch heute in Bosnien-Herzegowina prägnant sind, wie etwa welche ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung angehört, dass alle drei gleichmäßig behandelt werden. Das gab es auch schon im bosnisch-herzegowinischen Landtag unter österreich-ungarischer Herrschaft. Also es leben hier ethnische Serben, Kroaten und eine muslimische Bevölkerung. Hier an der Küste, Dalmatien, haben wir sehr viele Kroaten, auch hier bis Zagreb. Wir haben sehr viele serbische Bevölkerung, auch hier im sogenannten Südungarn. Wir haben hier sehr viele Italiener von Tirol bis in das Küstenland rund um Triest. Hier ist Triest. Wir haben deutschsprachige Bevölkerung, Tschechen, Polen, Rumänen, Slowaken. Also ein buntes Sammelsurium an Gruppen. Diese Gruppen werden nun mobilisiert mit Kriegsbeginn. So, ich habe gesagt, es war die falsche Reihenfolge. Ich gehe nochmal zurück. Die ersten Kriegsjahre verlaufen für Österreich-Ungarn alles andere als erfolgreich. Besetzen tut man immer nur dann, wenn der Krieg erfolgreich ist, wenn man nach vorne, also sozusagen in die feindlichen Länder hineinströmen kann. Das passiert in der ersten Zeit nicht. Bis auf eine ganz kurze Besetzung von Belgrad und das umliegende Gebiet 1914 schaut es in den ersten Kriegsjahr eher so aus, dass die anderen Mächte Österreich-Ungarn okkupieren. Also wird zum Beispiel Galizien wird besetzt von Russland. Italien besetzt Teile rund um Triest und die serbische Armee dringt bis tief, also bis kurz vor Sarajevo nach Bosnien hinein. Ich habe es Gouvernements genannt. Und warum beschäftige ich mich mit Polen, Serbien und Montenegro, obwohl Österreich, Ungarn auch noch andere Länder im Verlauf des Ersten Weltkriegs besetzt, unter anderem Teile Norditaliens, Teile Rumäniens, der Ukraine, aber auch Albaniens, weil man hier Gouvernements aufbaut. Was ist ein Gouvernement? Das ist ja etwas, das kommt 1914, das erfindet man ja nicht, sondern es ist ein Etappenraum. Was ist eine Etappe? Eine Etappe ist immer das hinter der kämpfenden Armee. Und was macht eine, also sozusagen der Raum zwischen der kämpfenden Front und dem Heimatland. So, ist man jetzt besonders erfolgreich, wird dieser Raum immer größer, größer, größer und es besteht die Notwendigkeit, dass man den wirklich ordentlich verwaltet. Eine Verwaltungsorganisation aufbaut. Ist dieser Etappenraum so groß geworden, dann macht man ein Gouvernement. Und das passiert eben in Russisch-Polen, in Serbien und in Montenegro. Was ist jetzt eine Etappe? Was hat die mal grundsätzlich für Aufgaben? Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, was für politische Ziele man in diesen drei Ländern verfolgt, sondern einfach die militärische Aufgabe, eine Etappe. Eine Etappe soll Ruhe und Ordnung im Rücken der Front sicherstellen. Was heißt das? Man muss schauen, dass die Bevölkerung nicht gegen das Besatzungsregime aufbegehrt. Wenn sie das tut, muss man dagegen Maßnahmen ergreifen. Man muss schauen, dass der Verkehr zwischen dem Heimatland und der Front reibungslos abläuft. Also dass sozusagen Soldaten an die Front kommen, Verwundete zurückkommen. Dass aber auch mal Kriegsmaterial transportiert wird. Das heißt, man muss darauf aufpassen, dass die Straßen funktionieren, die Brücken, die Telegrafen, die Telefonleitungen.
Was man auch, es ist auch so eine Art Cordon sanitär. Man muss auch aufpassen, und je länger der Krieg dauert, umso wichtiger wird es, dass nicht ansteckende Krankheiten von der Front oder eben aus der Besatzung in das Heimatland kommen. Polen, vielleicht ganz kurz zu, ich habe es Polen genannt, weil man es nach der Proklamierung des Königreichs Polen auch in den österreichischen Quellen eigentlich immer so liest als Polen. Eigentlich waren es Teile Russisch-Polens. Ich zeige da noch eine Karte, damit Sie sich das genauer vorstellen können. Im Sommer 1915 besetzt man Teile Russisch-Polens und bleibt dort bis 1918. Was hat man für Pläne für Russisch-Polen? Das eine, was mal ganz wichtig ist, ist, was man immer wieder proklamiert, ist, die Polen, man hat die Polen befreit, man kommt als Befreier, man kommt sozusagen nicht als Besatzer eines Feindstaates, sondern man möchte den Polen mehr Autonomie geben. Dass sich das letztendlich kaum auswirken wird, im Unterschied zu Serbien und Montenegro, die als Feindstaaten bezeichnet wurden, auf das komme ich dann noch zurück. Serbien besetzt man kurz vor Weihnachten 1915, bleibt dort bis 1918. Montenegro besetzt man Anfang 1916, also man zieht von Norden Richtung Süden und dann durch Montenegro durch und besetzt dann im Verlauf dieses Feldzugs auch Montenegro und bleibt dort bis 1918. Auch diese Karte kann man leider wieder in der Größe recht schwer lesen, aber es geht mir auch nur darum, damit Sie sich vorstellen können, um welches Gebiet es sich handelt und worüber wir reden. Österreich-Ungarn besetzt nicht Gesamtserbien. Es besetzt nur den, sagen wir mal so, westlichen Teil, denn östlich angrenzend ist das bulgarische Verwaltungsgebiet. Etwa Nisch wird von der bulgarischen Armee besetzt. Dieses ist strikt abgetrennt, also jede Besatzungsmacht verwaltet Serbien für sich selbst mit seiner eigenen Politik. Im Norden hier, also das muss man auch sich nochmal vorstellen, dass eben Belgrad, das heute sozusagen nördlich Serbiens liegt, damals wirklich Grenzstadt zu Österreich-Ungarn war. Also alles, was heute nördlich von Belgrad liegt, war damals Ungarn. Und dann hier anschließend Montenegro, das man vollständig alleine, also ohne die anderen Verbündeten, besetzt und verwaltet. Die besetzten Teile Russlands, das ist eine frühere Karte, bevor man das Königreich Polen proklamiert. Also hier findet man noch die besetzten Teile Russlands, wenn man Polen meint. Der Hauptort war Lublin, Kielce beispielsweise, Radom, gehören zum österreich-ungarisch verwalteten Gebiet, während hier anschließt mit Warschau als Hauptstadt vom Deutschen Reich besetzt. Auch diese beiden Gebiete hat jeder Verbündete für sich selbst verwaltet und seine eigene Politik dort gemacht. Aber bevor ich jetzt näher auf den Vergleich eingehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es eben unterschiedliche Politik gegeben hat, die man gegenüber diesen besetzten Gebieten oder Staaten gefahren hat. Polen eben dieser immer wieder bezeichnet als befreundeter, besetzter Staat oder Bevölkerung, während Serbien als besetzter Feindstaat galt und Montenegro, ja, Österreich-Ungarn und Montenegro hatten ja nicht unbedingt eine schlechte Beziehung vor 1914, aber dadurch, dass Montenegro dann den Krieg erklärt hat, hat man es so schon als Feindstaat bezeichnet, aber eben nicht so schlimm wie Serbien. Machen wir es mal so wie ein Forschungsprojekt, wenn ich es gleich vergleiche, gehen wir von einer Annahme aus. Wie war es denn vor 1914, die Beziehung Österreich-Ungarns und Serbien? Frau Maurer hat schon erwähnt, ich habe eine Studie zum Sandžak-Novi Pazar gemacht. Wo ist der Sandžak-Novi Pazar? Er grenzt im Süden an Bosnien-Herzegowina und 1878 am Berliner Kongress hat Österreich-Ungarn nicht nur das Recht bekommen, Bosnien-Herzegowina zu besetzen, sondern auch Truppen in den Sandžak zu schicken. Der Sandžak war damals noch osmanisch, als die Österreicher dort eingezogen sind, wurde auch osmanisch verwaltet. Das heißt sozusagen, österreich-ungarische Truppen saßen mit osmanischer Verwaltung in diesem Sandžak und die Aufgabe dieses Sandžaks war, denn der zog sich dann wie so ein dünner Strich zwischen Serbien und Montenegro durch, sozusagen die einzige Verbindung noch des Osmanischen Reiches mit Bosnien-Herzegowina. Dort gab es eine Bevölkerung, die war etwa halb muslimisch und, so, und jetzt kommt der springende Punkt, christlich. Denn wenn man die Berichte Österreich-Ungarns liest, 1879, als man in den Sandžak einzieht, ist immer noch die Rede von, wir ziehen in den zum alten Erbfeind, Osmanisches Reich, um die christliche Bevölkerung zu befreien.
Und es gibt eine serielle Quelle, also eine Quelleart, die zieht sich von 1879 bis 1908 durch. Und das sind die Konsulatsberichte aus dem Sandschak, die österreich-ungarischen. Und hier ist es ganz bemerkenswert, wenn man die Begriffswahl sich ansieht. 1879 spricht man von Christen und 1908, als man abzieht, spricht man nur mehr von Serben. Das heißt, hier hat sich sozusagen die Haltung, und das bedeutet auch, dass sich die Haltung geändert hat. Man beobachtet 30 Jahre lang, dass sehr viel, so wie man es nennt, serbischer Nationalismus in den Sandschak kommt, gegen die osmanische Verwaltung kämpft. Dass sich das auch über Bosnien-Herzegowina abspielt, wo es gegen Österreich-Ungarn geht. Und das Interessante ist, es ist nicht nur, was sich nicht nur ändert, ist die Haltung gegenüber der christlich-serbischen Bevölkerung, sondern auch gegenüber dem Osmanischen Reich. Denn vom alten Erbfeind wird er zum Verbündeten, der ungefähr mit denselben Nationalitätenkonflikt zu kämpfen hat wie man selbst. Also es ist nicht nur ein Grundstück dafür, dass später das Osmanische Reich und Österreich-Ungarn Verbündete werden, sondern die Sandschak-Erfahrung zeigt auch diese Angst vor diesem serbischen Nationalismus, die sich gegen das Imperium wendet, sozusagen. Und was auch noch bemerkenswert ist für den Sandschak, ist, alle 2 bis 3 Jahre haben die Truppen gewechselt und mit ihnen die Offiziere. Das heißt, von 1879 bis 1908 haben ca. 10.000 Offiziere den Sandschak erlebt, mit allen seinen Nationalitätenkonflikten. Die bringen natürlich das, was sie dort persönlich erlebt haben, die Vorurteile, die sich ausgeprägt haben, zurück nach Wien. Und viele von ihnen werden dann vor 1914 zu einflussreichen Personen im Kriegsministerium, im Armeeoberkommando. Als nur ein Beispiel, wer nach seiner Sandschak-Erfahrung befördert wurde, war der junge Franz Konrad von Hötzendorf, der Ihnen sicher allen ein Begriff ist, der daraufhin auch als Balkanexperte galt. Nur als ein herausragendes Beispiel, aber einer von vielen. Und auch viele, die die Kriegs- und Krisenszenarien geplant haben im Generalstab, waren im Sandschak. Bosnien-Herzegowina etwa ähnlich. Also hier hatte man eben auch noch die Möglichkeit, dass man wirklich tief in die Bevölkerung eingreift, während man im Sandschak immer auf das Wohlwollen des Osmanischen Reichs angewiesen war. Aber in Bosnien-Herzegowina mehren sich die Berichte, wenn man die liest, von einer Gefahr, die von einem serbischen Nationalismus ausgeht, der aber am Anfang hauptsächlich aus Serbien kommt, nicht von der Bevölkerung selbst ausgeht. Dann das Attentat in Sarajevo ist sozusagen nur der Tropfen auf dem heißen Stein, denn es war nicht das erste Attentat in dieser Region. Es gab schon einige vorher von Zagreb bis Sarajevo, eben auf österreich-ungarische Repräsentanten, die aber nicht gelungen sind. Die Annahme. Man kann also annehmen, wenn Österreich-Ungarn sozusagen in Serbien die Gefahr erblickt, immer schon, dass wenn man dieses Land besetzt, die Besatzungsverwaltung wesentlich gewaltvoller ausfällt, die Haltung der Bevölkerung gegenüber wesentlich unfreundlicher ist, als wenn man etwa die befreundeten Polen besetzt. Was ich interessant finde, ist, beschäftigt man sich eben nur mit einem Besatzungsregime, verfällt man immer in die Annahme, dass irgendetwas besonders ist oder nicht und was es aber am Ende dann nicht ist, wenn man es miteinander vergleicht. Und ich möchte jetzt genau, wenn ich dann Bilder zeige, darauf hinweisen, ich habe jetzt Bilder ausgewählt, die wirklich, wenn Sie über Serbien lesen, auch in der wissenschaftlichen Literatur, aber auch jetzt, wenn Sie serbischen Medien verfolgen, diese Bilder sind, mit denen man Österreich-Ungarns Besatzungsregime in Serbien charakterisiert. Aber ich werde eben zeigen, was ist wirklich typisch serbisch und was ist es nicht, wenn man es vergleicht. Sollten Sie sich nach meinem Vortrag noch für das Thema interessieren, es gibt noch so viele Themen, die bislang überhaupt nicht bearbeitet worden sind, aber es gibt so viele Quellen, es reicht für tausende Historikerleben. Ich habe jetzt nur ein paar herausgepickt, mit denen ich gearbeitet habe. Verwaltungsschriftgut gibt es in Wien genauso wie in Cetinje, in Belgrad und in einzelnen, zum Beispiel in Kielce oder in Radom. Wie passiert das? Gut, die Planungsebene war in Wien, aber jeder kleines Kreiskommando, aus dem die Gouvernements bestanden haben, hat sein eigenes Verwaltungsschriftgut gehabt über mehrere Jahre. Haben sie Fälle abgeschlossen, haben sie nach Wien geschickt, aber viele Fälle waren nicht abgeschlossen oder sie haben es dort behalten. Mit 1918 haben es die österreich-ungarischen Truppen nicht in jedem Fall geschafft, dieses Verwaltungsschriftgut nach Wien zu bringen. Das ist der Grund, warum irrsinnig viel in den ehemals besetzten Gebieten liegt. Printmedien, Österreich-Ungarn hat sehr viele Propaganda-Zeitschriften betrieben, war aber nicht nur Propaganda für die Bevölkerung, sondern auch um die eigenen Soldaten zu unterhalten. Es gibt
Tausende von Selbstzeugnissen, von Tagebüchern über Memoiren, und zwar in allen Sprachen der Habsburger Monarchie und auch wieder verteilt auf das gesamte Gebiet der Habsburger Monarchie, die sich sozusagen in einem persönlichen Schilderungen auslassen über diese Besatzungsgebiete. Mittlerweile gibt es auch Gott sei Dank immer mehr wissenschaftliche Literatur drüber, aber es fehlt halt leider immer noch an Studien, und zwar Einzelstudien, wobei halt die Schwierigkeit eben ist, man muss sehr viel reisen, wobei, wir haben schon geredet, es gibt nichts Schöneres, als in Südosteuropa in den Archiven zu arbeiten, wenn man sich damit abfreundet, dass man um 9 Uhr morgens vorher mal Raki trinken muss, bevor man das erste Dokument bekommt. Also wie gesagt, es gibt sehr viel. Ich habe jetzt nur so ein paar Kürzel rausgestrichen. Also ich würde sagen, sehr viel liegt im Archiv Bosnien-Herzegowina in Sarajevo, im Hatatelenmi Leveltar in Budapest, im österreichischen Staatsarchiv, im Hrvatski Državni Archiv, also im kroatischen Staatsarchiv, bis zur österreichischen Akademie der Wissenschaften Archiv, denn Österreich-Ungarn hat sehr viele Wissenschaftler, Ethnologen, Anthropologen, Archäologen unterstützt in der Besatzungszeit, dass sie dort Studien machen. Also Sie sehen schon, es ist eine Fülle an Material, das es gibt. Und schließlich gibt es in jedem kleinen Ort, der besetzt worden ist, auch noch Museen, Bibliotheken, die wiederum alle möglichen Fotos, Schriftgut aus der Zeit beherbergen. Was mir jetzt wichtig ist, man kann nicht sagen, es gab diese österreich-ungarische Besatzungspolitik. In keinem Fall. Also weder in Polen noch in Serbien noch in Montenegro. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist von Arthur Hausner. Er war Stabschef in Polen, in Lublin. Ich lese es vielleicht vor oder Sie lesen in derselben Geschwindigkeit mit. Das Ministerium des Äußern war einer toleranten Behandlung dieser Fragen geneigt. Beim Armee-Oberkommando überwogen die militärischen Rücksichten, aber selbst im Schoße des Armee-Oberkommandos zeigten sich Verschiedenheiten in der Gestion. Die Militärverwaltungsabteilung vertrat die milderste, Kompromissen zugänglichste Richtung, die ökonomischen Geschäftsgruppen des Armee-Oberkommandos, welche die Versorgung der Armeen am Herzen lag, verlangten rücksichtslose Ausnützung. Einer besonders scharfen Tonart befleißigte sich aber die Nachrichtenabteilung des Armee-Oberkommandos. Also immer wenn mich... meistens nach so einem Vortrag werde ich gefragt, was wollte denn Österreich-Ungarn machen mit Serbien? Also was hat man geplant und hat man diese Besatzungspolitik schon darauf abgezielt? Und dann sage ich immer, es gab alle möglichen Vorschläge, was man mit Serbien machen kann. Das Wichtige ist immer, wer setzt sich am Schluss dann durch mit einer Idee? Und das, was er sagt, ist genau das. Selbst in der Armee gab es unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Die einen, die ökonomischen, heißt so viel wie möglich an Lebensmitteln aus dem besetzten Gebiet herausbringen. Die Nachrichtenabteilung wieder schaut mehr darauf, dass man so viele Leute wie möglich interniert, also festsetzt. Das will natürlich die ökonomische Geschäftsgruppe nicht, weil wenn man jemanden interniert, dann hat man weniger Arbeitskräfte im Land. Also man sieht schon, unabhängig vom politischen Interesse, auch das Praktische, was ist wichtig, was die Besatzungspolitik beeinflusst. Was vielleicht für Serbien ganz bemerkenswert ist, also alle besetzten Gebieten fallen mal dadurch auf, dass ein Teil der Bevölkerung fast gänzlich fehlt. Und das ist die männliche Bevölkerung circa zwischen 18 und 45, also die in den Krieg eingezogen worden sind, die eben weg sind. Weg, weil sie entweder immer noch an der Front kämpfen, weil sie kriegsgefangen sind oder weil sie interniert sind. Eine einzige Ausnahme macht Serbien, und zwar nur in drei Teilen. Das ist der ehemalige Sandschak. Die muslimische Bevölkerung, und das ist jetzt etwas, was besonders ist für Serbien, die muslimische Bevölkerung wird, auch wenn sie kriegsgefangen waren, entlassen und durfte nach Hause gehen. Und hier sieht man dann auch bei dem weiblich und männlich Gegensatz, dass hier ungefähr gleich viele Frauen und Männer sind, also ungefähr gleich wie im Frieden. Was ich ganz interessant fand, und das war ein Thema, mit dem ich mich dieses Jahr näher beschäftigt habe, ist, die österreich-ungarische Politik oder Soldaten haben sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie sich das auf die serbische Bevölkerung auswirkt, wenn man die Muslime nach Hause schickt und besser behandelt. Was natürlich auch interessant wäre, und das hat bislang noch niemand bearbeitet, ist, wie wirkt sich das in der Nachkriegszeit dann aus auf die Gesellschaft? Wie sieht denn diese österreich-ungarische Besatzungsarmee aus? Die ist so bunt wie die Habsburger Armee selbst.
Ich habe hier mal von einem Militärverwaltungskreis und einem Institut irgendwo in Montenegro herausgenommen die Namen derjenigen. So, man sieht einen Ethan Kalajdzic, ich denke, der wird aus Bosnien sein, einen Anton Klaas-Stärker, einen Zvonimir von Kovacevic, bis zu Josef Noc und Emmerich Repaschin als Ungarn. Auch hier ist wieder ein Unterschied feststellbar, der aber innenpolitisch bedingt ist. Alle besetzten Gebiete sind eine bunte Mischung, mit Ausnahme von Serbien, weil hier sind hauptsächlich ungarische Soldaten, Honved, also die ungarische Armee, wird zur Besatzung herangezogen. Warum? Der ungarische Ministerpräsident István Tiso hat schon vor der Besetzung Serbiens gemeint, sollten wir Serbien besetzen, ist das ungarische Einflusszone, nicht österreichische. Da stecken ganz bestimmte politische Interessen dahinter, die es auch schon vor 1914 gab. Es gab doch die Idee bei der Armee, Serbien zu zerschlagen und einzelne Teile dann zu inkorporieren. Dann hätten die Ungarn natürlich einen Teil bekommen, aber das Königreich Ungarn wollte nicht noch mehr serbische Bevölkerung in Ungarn haben. Das war auch mit ein Grund, warum er gesagt hat, wir besetzen das, wenn es besetzt wird. Wir wollen da das Sagen haben. Tatsächlich war es so, dass eigentlich in allen besetzten Gebieten hauptsächlich das Armeeoberkommando bestimmend war, was politische Umsetzung betrifft. Dennoch gab es hauptsächlich ungarische oder Honved-Soldaten im besetzten Serbien. Wie war nun die Haltung? Und ich habe ein Zitat herausgenommen, weil es doch immer wiederkehrend in allen Memoiren auftaucht. Die Haltung der österreich-ungarischen Soldaten und Offiziere gegenüber der serbischen Bevölkerung. Trotzdem hat die serbische Intelligenz im Bewusstsein den Krieg seit Jahren gewollt, ja geradezu erzwungen zu haben, nur nicht zu schmollen, sondern sich reumutig an die Brust zu schlagen. Das ist unsere Strafe, wir haben sie verdient. Das ist ein großer Unterschied zu Polen und Montenegro. Also kulturimperial, also in dem Sinne von, ja, wir sind besser und ihr seid irgendwie niedriger stehend. Das war überall der Fall, in allen besetzten Gebieten. Aber dieses, ihr seid schuld am Krieg, das findet man nur in Serbien. Jetzt komme ich zu den Bildern und auch zum täglichen Arbeit einer Militärverwaltung und was ist besonders für Serbien und was ist überall der Fall. Hier sieht man eine Straßenbahn in Belgrad. Das ist erste Klasse, das ist Holzklasse, wie man sehen kann. Und zwar erste Klasse in dem Sinne, das war der Offizierswaggon. Also es gab, man hat sozusagen Strukturen aus Österreich-Ungarn übernommen, vieles extra nur für Offiziere zu machen. Also hier hinten saß die Bevölkerung und die Soldaten. Man investiert sehr viel in Infrastruktur. Und ich war vor einem Monat ungefähr in Cetinje auf einer Konferenz. Da hat ein montenegrinischer Kollege über die österreich-ungarische Besatzung in Montenegro gesprochen, meiner Ansicht nach viel zu positiv. Aber er hat gemeint, wenn wir heute noch sehen, dass da eine Straße ist, die die Österreicher gebaut haben, dann haben sie die Straße gebaut. Ist doch gut, oder? Ja, wobei man natürlich fragen muss, ja, sie haben Straßen gebaut und sie haben das ganze, die ganze Infrastruktur wieder in Gang gesetzt. Aber warum hat man das gemacht? Da hat man nicht damit argumentiert, dass die Serben oder die Montenegriner wieder besser leben sollen, sondern Eigennutz. Man hat das selbst gebraucht. Es sind ja tausende Soldaten in den besetzten Gebieten und die mussten arbeiten, die mussten die Etappenaufgaben erfüllen. Und das geht einfach nur, wenn die Fabrik wieder aufgebaut wird, wenn man die Schulen wieder öffnet, damit die Kinder nicht auf der Straße rumlaufen und damit die Kinder beschäftigt sind, damit die Eltern arbeiten können. Das macht man aus Eigennutz. Was auch wichtig ist, es ist ein totaler Verbotsalltag. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht aus Albanien. Nein, heute ist es Albanien, damals hat es zu Montenegro gehört, also es besetzt das Montenegro. Ich glaube, es ist Kutari. Ja. Verbotsalltag. Was heißt das? Und wahrscheinlich haben Sie das in den ersten Weltkriegsausstellungen, für die Schweiz weiß ich es nicht, aber für die anderen, für in Wien, waren die Straßen voll gepflastert mit Postern, dass man nach 21 Uhr nicht auf die Straße gehen darf, dass man das nicht kaufen darf, das nicht verkaufen darf, dass die Höchstpreise so und so sind. Auch das passiert in den besetzten Gebieten. Also wenn dann häufig damit argumentiert wird, ja, dieses rigorose Besatzungssystem mit seinen vielen Verboten und Gelboten und in vielen serbischen Erinnerungen, also von Serben, taucht dann dieses auf, man hängt irgendein Plakat hin in einem bürokratischen Sprech, den niemand versteht, dann ist das etwas, was auch an der Heimatfront passiert.
Was man eingeführt hat, und hier die Etappenaufgaben, ist Arbeitspflicht, Arbeitszwang für die gesamte Bevölkerung. Das ist ein Bild aus Polen. Auch das findet man immer wieder bei der Berichterstattung über die serbische Besatzung, aber das hat man auch in Polen eingeführt. Frauen und Männer waren angewiesen für eine bestimmte Zeit, wenn die Besatzungsverwaltung sie gebraucht hat, Straßen wieder instand zu setzen, Gefechtsfelder zu reinigen, in Fabriken zu arbeiten, in den landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten. Es gab auch hier Serbien eine Ausnahme. In Serbien gab es eine Ausnahme. Muslimische Frauen waren von vornherein ausgeschlossen von jedem Arbeitsdienst. Auch hier wieder, das ist wieder ein Spannungsfeld eigentlich für die Nachkriegszeit zwischen der muslimischen und der serbischen Bevölkerung. Auch das ein Bild, das man immer wieder sieht, wenn es ums besetzte Serbien im Ersten Weltkrieg geht. Sie haben uns alle Glocken genommen. Das Bild ist sogar aus Serbien. Es dürfte so 1917 rum sein, wenn ich mich richtig erinnere. 1917 hing in Österreich und Ungarn keine einzige Glocke mehr. Man hat gleichzeitig begonnen, um sie einzuschmelzen für Kriegsmaterial, hat man überall die Glocken abgenommen. Und Moscheen haben zwar keine Glocken, aber dort hat man alles, was halt Metall war, wie Regenrinnen und so, es wurde alles abmontiert, Türschnallen, Töpfe in der Küche, alles wurde mitgenommen und eingeschmolzen. Was man eingeführt hat, aber auch das ist zum Teil in Österreich-Ungarn selbst der Fall gewesen, insofern diese Gebiete an die Front gegrenzt haben, war ein Militärstrafrecht. Was heißt das? Also wenn man beispielsweise auf den Kaiser geschimpft hat vor 1914, konnte man auch schon wegen Hochverrat angezeigt werden, nur das war dann eben vor einem Zivilgericht. Die gab es dann, also ganz vereinfacht jetzt, die gab es dann nicht. Es gab Militärrichter. Wir sehen hier so ein Militärgericht in, also entweder Serbien oder Montenegro. Das heißt, diese Gouvernements bestanden aus einzelnen Kreiskommandos und jedes Kreiskommando hatte sein eigenes Militärgericht und in Strafsachen war das zuständig in jedem Fall für die Soldaten und für die Bevölkerung. Also das heißt, da ist nicht nur drinnen so etwas wie Hochverrat, wo dann die Bevölkerung am Galgen endet oder vor dem Erschießungskommando, sondern auch mutwillige Tötung innerhalb der Bevölkerung. Oder da ist mal einer betrunken mit dem Auto gefahren, hat ein Kind überfahren, das landet er dann auch vor dem Militärgericht. Was ganz interessant ist, und das ist mein zweites Thema, das ich dieses Jahr bearbeite, ist, dass ich glaube, das ist der Kommandant dieses Kreises. Dieser Kommandant hat das Recht, das Urteil, das diese Personen gefällt haben, also wenn es zum Beispiel eine Todesstrafe ist, zu belassen oder in eine Gefängnisstrafe umzuwandeln. Und es gibt noch, von den meisten Kreisen in Serbien gibt es noch alle Militärgerichtsakten. Das heißt, man hat wirklich Interviews gemacht, so wie im Frieden. Und dann gab es Kommandanten in manchen Kreisen, die haben jedes Todesurteil vollstrecken lassen. Und dann gab es Kommandanten im benachbarten Kreis, der hat alle umgewandelt. Und ich habe daraufhin gedacht, das ist eigentlich ganz interessant, weil es bedeutet eigentlich, dass ein und dasselbe Regime unterschiedlich erfahren wurde von der Bevölkerung, je nachdem, mit welchen Vorteilen der Kommandant gekommen ist, mit welche, heute würde man sagen, Management-Skills er hat, ja, der Umgang mit Konflikten. Und hier gibt es wirklich große Unterschiede in Serbien, zwischen wirklich 300 Todesstrafen und 2 pro Jahr. Also das macht doch einen großen Unterschied. Wen trifft es in erster Linie bei den Todesurteilen? Auch das ist ganz interessant. Ich habe hier ein Telegramm mitgebracht aus Serbien. Es sagt, dass im Kreiskommando Užice ein Urteil vollstreckt wird an den Popen Velimir Tankosic, wegen Paragraph irgendwas, irgendwas, auf jeden Fall mit Strang vollzogen. Es waren hauptsächlich die gebildeten Teile der Bevölkerung. Also das sind dann halt meistens in den kleinen Gemeinden der Lehrer, der Priester, der Bürgermeister, insofern er noch da war. Das ist sozusagen, das sind immer die Ersten, die entweder interniert werden oder eben verurteilt werden, weil man ihnen vorwirft, dass sie gegen das Besatzungsregime arbeiten. Ich würde sagen, für Serbien gab es einen gewissen Überhang, dass mehr Leute hingerichtet worden sind als in Polen, aber sowas gab es auch in Polen. Also ich würde es nicht sagen, dass in allen Kreisen Serbiens es wesentlich gewaltvoller war als in Polen, mit Ausnahme einiger Kreise in Serbien.
Was es auch nur in Serbien gab, leider kann man das schlecht lesen, aber ich möchte es Ihnen einfach nur zeigen, damit Sie sehen, was für einen bürokratischen Aufwand man betrieben hat. Es gab Internierungen. Was heißt Internierung? Also man kommt in das besetzte Gebiet, entweder die männliche Bevölkerung ist nicht da, wenn sie noch da ist und man wirft oder man erwartet, dass diese Person etwas machen kann gegen das Besatzungsregime, dann hat man sie interniert. Das heißt, man hat sie meistens nach Österreich und Ungarn geschickt. Gegen Ende des Krieges hat man sie dann in Serbien und Montenegro gelassen, weil man gesagt hat, man braucht die Arbeitskraft. Da fängt dann ein Verteilungskampf zwischen Wien und Belgrad an. Die sagen, gebt uns die Internierten ab, wir brauchen die. Und die sagen, nein, wir brauchen die selber. Aber meistens war es so, diese Internierung, das war auf eine Person bezogen, besetzten Polen. Dieser Bürgermeister ist russophil, also pro-russisch, das heißt gegen uns, also wird er festgesetzt, interniert und nach Österreich geschickt, ins Lager. In Serbien gab es zu bestimmten Zeiten Masseninternierungen und ich habe das als Beispiel mitgebracht, das hat mich nämlich selber gewundert. Ich habe das nämlich in den Quellen nirgendwo gefunden und dann habe ich diesen Karton mit tausenden dieser Zettel gefunden in Budapest. Da stand als Grund für die Internierung, allgemeine Internierung September 1916, mit der Masse interniert 1916, wieder, ja, Rumänien, dann steht eben manchmal wegen Rumänien Eintritt in den Krieg mit der Masse interniert. Ich habe gedacht, das ist interessant, das habe ich noch kein einziges Mal gefunden. Ich habe auch nirgendwo einen Befehl aus Wien gefunden, der gesagt hat, mach das. Und diese Zettel gibt es nur deswegen, weil Kaiser Franz Josef stirbt 1916. Kaiser Karl erlässt dann eine Amnestie, also in Österreich-Ungarn selber, für politisch Festgesetzte. Aber er sagt doch, es sind so viele Serben und Montenegriner interniert worden, es muss jeder einzelne Fall geprüft werden, ob der auch zu Recht interniert ist. Gut, er gibt diesen Befehl. Was bedeutet das? Armee-Oberkommando schreibt Befehl auf, schickt es nach Belgrad und Zetinje, die schreiben den Befehl und schicken das in alle Kreiskommandos. Und die fangen daraufhin an, sozusagen das Umfeld dieser Internierten zu interviewen und zu versuchen herauszufinden, ob der wirklich was gemacht hat. Und da sind Personen dabei, da steht, der Vater hat in Wien studiert, hat dort viele Freunde, ganze Familie immer schon pro-österreichisch und trotzdem saß er seit 2 Jahren in der Internierung. Also das ist etwas, das gibt es nur in Serbien. Was auch immer wieder der Fall ist, ist dieses, es wurde verboten, privater Waffenbesitz in den besetzten Gebieten. Das ist nur ein Schemafoto, denn das sind Soldaten, die die Waffen abliefern. Aber das muss man auch dazu sagen, jedes Gebiet, wo der Krieg durchgeht, bleiben immer sehr viele Waffen übrig, die die Bevölkerung dann einsammelt. Warum? Ich meine, es ist eine sehr bäuerliche Bevölkerung, die Waffen auch dazu braucht, um jagen zu gehen. Also es geht jetzt nicht nur um Kampfhandlungen gegen den Besatzer. Und das ist auch etwas, was immer wieder thematisiert wird, dass man entwaffnet worden ist. Es wurde einem jegliche Möglichkeit genommen, sich selbst zu wehren. Aber was heißt das? Die Bevölkerung hatte das Gefühl, sie lebt in der Unsicherheit, denn die Besatzungssoldaten wurden irgendwann immer weniger. Die Unsicherheit im Lande selber wurde immer größer. Und man hat natürlich gesagt, der Besatzer ist sozusagen schuld dafür, dass wir uns selbst nicht wehren können, weil er uns die Waffen weggenommen hat. Ich habe auch schon erwähnt, Cordon Sanitaire, es gab sozusagen erzwungene Entlausungen, man musste sich baden und waschen, es gab Zwangsimpfungen, auch hier liest man immer wieder in den Tagebüchern, die Schwabers haben uns die Krankheit erst eingeimpft, weil nach manchen Impfungen bekommt man ja Fieber, das ist ganz natürlich, aber das ist ein Bild aus Polen, also auch in Polen hat man diese Zwangsimpfungen eingeführt. Was für Serbien jetzt ganz... Ich sehe noch niemand schlafen, gut. Was für Serbien jetzt ganz herausragend ist, ist diese Gewaltspirale. Wenn man an Afghanistan zum Beispiel heute denkt, ist es dieses, man kommt als Besatzer ins Land, obwohl die NATO und Amerika sich nie als Besatzer bezeichnen würden, aber vom Prinzip her ist es dasselbe wie Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg in Serbien. Und man hat sozusagen... Teile aus der Bevölkerung kämpfen mit Gewalt und mit Waffen gegen die Besatzungsmacht. Die Österreicher haben sie als Banden und Banditen bezeichnet. Man findet auch Komitatschi als Begriff, Freiheitskämpfer für die besetzte Bevölkerung.
Aber was wichtig ist bei dem, und das macht auch die serbische Besatzung gewaltvoller, ist, dass sich daraus eine Gewaltspirale entwickelt. Heißt, die Österreicher besetzen das Land, sie nehmen Geiseln. Daraufhin kommen diese Komitatschis oder Banditen, wie die Österreicher sie nennen, und töten einige österreichische Soldaten. Daraufhin senden die Österreicher wieder Soldaten aus damit. Und das geht so weiter 3 Jahre lang. Und das ist eben ganz besonders für Serbien der Fall und dadurch ist es auch nochmal wesentlich gewaltvoller. Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Milica, die Frau des Andrija Miladinovic, Gemeinde Lomnica, wird als österreichische Spionin bezeichnet. Unsere erste Aufgabe ist es aber, die Gemeindevorstände, die uns untreu wurden, auszurotten. Wir warten auf den Gemeindevorsteher Boža Savic aus Kupovac. Dem hat man die Korporalscharge seitens der ungarischen Behörden verliehen. Beabsichtigt, ihm aufzulauern und niederzumachen. Von wem stammt das Zitat? Das ist keine Österreich, sind nicht die Österreicher, die das planen. Das ist, die Österreicher fangen einen Brief ab von diesen Komitas. Und das ist eben ein Brief in der Übersetzung eines solchen. Und die österreichische Statistik zeigt, dass diese Freiheitskämpfer zu 95% serbische Bevölkerung getötet haben und nicht österreich-ungarische Soldaten. Auch hier hart die Historiografie noch einer Aufarbeitung. Was auf jeden Fall sehr interessant sein wird, ist momentan ein Projekt zwischen einer Professorin aus Niš und Kollegen aus Sofia. Die edieren ein Tagebuch von Kostas Vojnović. Das war einer der einflussreichsten dieser Freiheitskämpfer. Und sie haben mir schon ein paar Seiten geschickt, das liest sich ungefähr so wie das. Es wurde eben vorgeworfen, einigen Teilen der serbischen Bevölkerung, sie kollaboriere mit den Besatzungstruppen. Das hätte eigentlich am Anfang hingehört, aber das ist ein Propagandafoto aus Serbien von 1915 und es hat auch einen, also aus dem Kriegspressequartier, das hat auch einen offiziellen Titel, der lautet: Muslime unter den serbischen Kriegsgefangenen erhalten die Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Also das hätte eigentlich vorhin gehört, das ist mir jetzt da. Aber hier sieht man nochmal, man hat das dann auch am Ende propagiert, offiziell, also dass man sie besser behandelt als die Serben. Und jetzt komme ich auch zum Ende, damit ich die 40 Minuten nicht überschreite. Was ist jetzt die Erkenntnis daraus oder das Resümee? Ich würde sagen, dass grundsätzlich von den ganzen Verwaltungsmaßnahmen, so wie sie angeordnet werden, sich Serbien von den anderen besetzten Gebieten nicht unterschieden hat. Oder nur ganz geringfügig, aber jedenfalls die Geringfügigkeiten nicht daraus resultieren, dass man dem Land die Schuld gegeben hat für den Krieg. Was es aber gibt, sind bestimmte Gewaltmaßnahmen, wo es einen Unterschied macht, und ich wiederhole es nochmal, sie werden völlig von der Mitsprache oder Mitverwaltung ausgenommen. Also in allen anderen Gebieten zieht man doch die Bevölkerung zumindest auf niedrigster Verwaltungsebene heran. Das macht man in Serbien zum allergrößten Teil nicht. Also sogar Personen, die sagen, wir sind austrophil, also österreichfreundlich immer schon gewesen, dürfen nicht mitreden. Es ist nicht eine kulturimperiale, abwertende Haltung, sondern wirklich eine Ablehnung in Serbien. Und zwar zieht sich das durch vom einfachen Soldaten, dem seinen Menomoran, bis zum General. Diese Masseninternierungen gibt es auch nur in Serbien. Und diese Gewaltspirale eben wegen dieses Kleinkriegs, da eben die Bevölkerung aufbegehrt gegen die Besatzung. Das habe ich schon gesagt. Vielleicht noch ein paar Literaturtipps, und vorher ist es ja angesprochen worden. Wen das interessiert, diese Encyclopedia of the First World War hat auch jede Menge Artikel über diese Gegend und über die besetzten Gebiete. Man kann es auch googeln, einfach mit Encyclopedia 1914 bis 18. Literaturtipps, Gott sei Dank ist momentan viel im Entstehen. Ich kann nur empfehlen, also meins ist eben dieser Vergleich. Jonathan Gans hat sich mit der Besatzung in Serbien und der Politik beschäftigt. Lisa Meyerhofer, Zwischen Freund und Feind. Irgendwie sind die Titel so ähnlich, die wir wählen. Wenn es um Besatzung geht, beschäftigt sich mit der deutschen und österreich-ungarischen Besatzung in Rumänien. Frank Schuster, der, glaube ich, schon gehalten hat oder noch halten wird, kann ich sehr empfehlen, mit der jüdischen Bevölkerung in allen besetzten Gebieten und im Osten während des Ersten Weltkriegs zwischen allen Fronten. Ja, das war's und ich glaube, ich hoffe, wir haben noch eine Diskussion nachher. Danke schon fürs Zuhören.
Ja, der Dank ist von mir. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Einblick. Jetzt gebe ich gerne den Raum für Fragen frei. Melden Sie sich einfach und ich bringe Ihnen das Mikrofon, damit wir Ihre Frage auch gut hören. Einer geht, alle erschlagen. Dankeschön. Ich wollte schnell fragen, Sie haben die Zwangsimpfungen und Entlassungen erwähnt. Wurden da die muslimischen Frauen auch davon befreit? Ja. Also, ja. Ganz kurz erwähnt, ja. Wenn ich eine lange Antwort... Oh, ich könnte eine Geschichte... Da haben wir Zeit, dann erzähle ich auch noch eine Geschichte dazu. Ja, gerne. Was auch noch besonders war, ist, dass eben, ich weiß nicht, ob Sie es alle wissen, aber der Zugang für Frauen in Österreich-Ungarn zum Medizinstudium wurde ja nur deswegen gemacht oder gewährt, weil eben in Bosnien-Herzegowina man schon Amtsärztinnen gebraucht hat für die muslimische Bevölkerung, mit dem nicht ausgenommen ist von dem Zwang, aber eben nur mit weiblichem Ärztepersonal zu tun hat. Und dieses, was man gewohnt war aus Bosnien-Herzegowina, bringt man dann auch in die besetzten Gebiete. Dankeschön. Aber vielleicht ganz kurz dazu, ich denke mir auch, also ich habe viele Berichte gelesen, wo orthodoxe ältere Frauen sich wirklich in der Masse ausziehen mussten zum Baden. Und ich meine, für die wird das auch nicht sehr angenehm gewesen sein, weil das Schamgefühl ja auch nochmal wesentlich höher war als heute. Oder auch nicht. Ja, also die Sprache ist ganz ein wichtiger Punkt. Danke für den Hinweis. Also grundsätzlich war es, es gab verschiedene Ebenen, wo die Sprache wichtig wurde. Das eine ist eben, um mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Da hat man schon versucht, dass man Offiziere nach Serbien und Montenegro schickt, die Slawen sind oder zumindest eine slawische Sprache beherrschen. Dasselbe in Polen. In Polen hat man ganz bewusst Polen als Besatzungssoldaten geschickt, um die Sprache zu verstehen. Aber man wollte auch politisch den Polen guten Willen zeigen und ihnen auch propagandistisch vermitteln, schaut, wie gut es den Polen bei uns geht. Ja, irgendwann seid ihr vielleicht auch Teil von uns. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, Frank Schuster hat das auch mal irgendwo geschrieben, also die Polen aus Russisch-Polen haben mit Verachtung auf diese österreichischen Polen herabgeblickt, nicht so ihr Vasallen von Wien. Und was bei der Sprache noch ist, das Wichtige, also es war schwierig, weil einerseits hatte man Angst, wenn man Slawen ins besetzte Serbien schickt, dass die fraternisieren mit der Bevölkerung. Auf der anderen Seite hat man dringend Besatzungspersonal gebraucht, das die Sprache versteht. Und auch hier wieder finde ich es spannend, wenn man sich die Militärgerichtsakten anschaut. Da kommen ja nicht nur Bevölkerung vor Gericht, sondern auch Soldaten. Und man hat Serben, im besetzten Serbien, als Gendarmerie und Besatzungssoldaten gehabt. Bin über keinen einzigen Fall gestolpert, wo es hier Probleme gegeben hat. Ab und zu gibt es Probleme mit Fraternisierungen zwischen tschechischen und slowenischen Soldaten und serbischer Bevölkerung. Warum keine Serben? Auch das wäre noch ein Thema, das vielleicht jemand übernehmen könnte zum Bearbeiten. Und innenpolitisch wieder. Die Ungarn schicken nämlich ungarische Truppen, die sich konstant weigern, irgendwas in deutscher Sprache nach Belgrad oder Wien zu schicken. Das ist eigentlich so die einzige wirkliche Schwierigkeit. Obwohl natürlich die meisten Offiziere auch Deutsch konnten. Also das war wirklich so eine politische Aussage, dann alles auf Ungarisch zu schreiben. Ich hätte eine Frage zur Praxis der Besatzungsregimes. Gab es Anschläge von Bewohnern auf Besatzungstruppen? Ja. Und war die Reaktion Geiselnahme und Erschießungen von Geiseln wie bei der Wehrmacht und bei den SS? Ja, also... War das vergleichbar?
Was es noch nicht gibt, ist eben wirklich mal ein Vergleich, wie es im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg war. Was es schon gab, es gab Anschläge. Also ich habe ja erwähnt mit diesem Freiheitskampf von Baden-Biepen, Schrägstrich. Ne? Also üblicherweise war es so, dass man, sobald man in dieses Dorf gekommen ist, wichtige, einflussreiche Personen als Geiseln genommen hat, um sozusagen ein Verhalten von der Bevölkerung zu erpressen. Also das Geiselnahme war nicht nur, nachdem etwas passiert ist, sondern meistens vorher. Die saßen dann oft monatelang in Geiselhaft, aber was hat das bedeutet? Man hat sie meistens in ihrem Haus weiter wohnen lassen, hat da einen Wachposten davor gestellt. Was dann schon passiert ist, ist, wenn dann was passiert ist, sind einige von diesen Geiseln erschossen worden als Gegenmaßnahme. Das hat man gemacht. Es gibt noch keine Studie dazu, wie viele. Quellen wären da, nur man müsste halt wirklich in jeden Ort fahren, schauen, wo sind genau diese Quellen. Statistik von den Österreichern habe ich bisher keine gefunden, also wo man selber sagt, wie viele es sind. Bis auf eine einzige Ziffer von 3000 angeblich im gesamten Krieg in Montenegro und Serbien. Wobei hier auch wieder nicht gesagt wird, an der Front oder im besetzten Gebiet. Also da gibt es eigentlich noch keine Studien dazu. Aber genau, also so wie man es aus dem Zweiten Weltkrieg, sowas kommt auch vor. Nur die Frage ist halt, man muss sich anschauen, was sind die Mechanismen dahinter, was sind die Orders, wie wird wie wird dieser Befehl umgesetzt und wie viel sind es denn wirklich? Und da gibt es eben für den Ersten Weltkrieg noch keine Studien. Also von den Österreichern erschossen? Nein, sowas gibt es nicht. Nein, es sind meistens, ist es so, dass es einfache Soldaten sind. Da findet man dann auch oft, da gibt es auf jeder Verwaltungsebene gibt's Tagesbefehle und da findet man dann oft, der bosnische Muslime so und so ist erschossen worden aus dem Hinterhalt. Man hat jetzt von den Geiseln, von dem Dorf, von der Gemeinde eine Strafe erhoben von so und so viel Kronen und das wird dann zu seiner Familie geschickt. Also manchmal gibt es solche Strafmaßnahmen, manchmal werden die, also es kommt wirklich auf den Moment an. Aber es gibt die Möglichkeit natürlich, die Geiseln hinzurichten. Das Einzige, was ich gefunden habe, waren diese 3000. Das sagt ein, aber das sagt der ehemalige Stabschef in Belgrad vor einem Gericht aus in Österreich, wo es darum geht, ob man Kriegsverbrechen gemacht hat oder nicht. Es wird wohl niedriger sein, wobei er selber dann in seinem Tagebuch schreibt, er weiß es nicht. Wo ich mich frage, wie geht das? Wie kann man Stabschef sein und diese Zahlen nie erhoben haben? Also das, aber die Quellen waren sicher da, dass man in mühsamer Kleinarbeit sich das zusammensucht. Es wäre mal wirklich interessant, wie viel es wirklich war. Und was mir wichtig ist, ist, dass man nicht immer so Einzelereignisse rauspickt, sondern das auch vergleicht. War es wirklich nur in Serbien so oder auch woanders? Also ich würde eben sagen, es war in Serbien so, weil es eben auch die Bevölkerung so reagiert hat. In Polen hat sich die Frage nicht gestellt in der Weise oder in Montenegro eigentlich auch nicht. Also wie Sie eingangs gesagt haben, man müsste mehr 1000. Ja, aber ich sag mal, wenn einzelne Professoren Einzelthemen vergeben, wie sich einfach mal rauszunehmen, einen Kreis in Belgrad. Und zu sagen, schau dir an, was gibt es in Wien, dort, in Belgrad, in Budapest, dann ist das für einen Historiker und einen Dissertanten machbar. Also ich meine, ich würde sagen, es ist das meiste verloren gegangen, würde ich schon sagen. Ja. Also man sieht schon oft große Lücken. Aber mich wundert selber, dass das erstmal dann so unbeschadet beim Rückzug der Österreicher entweder nach Wien oder nach Budapest gekommen ist, dass es auch in Jugoslawien immer aufgehoben worden ist. Manchmal ist es halt hin und her geschickt worden, also je nach der jugoslawischen Politik, die sind manchmal nach Belgrad, dann wieder zurück in diese Stadt, dann wieder nach Belgrad. Also manche haben da schon so eine kleine, auch in Polen ist das passiert, dass man es hin und her geschickt hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Quellenlage ist nicht schlecht. Also es ist schon viel. Aber wie gesagt, das meiste fehlt trotzdem. Also ich hätte auch noch eine Frage, was ich einen spannenden Aspekt fand, wo ich gerne mehr darüber erfahren würde, wäre die Wissenschaft, die quasi im Windschatten der Besatzung betrieben wurde. Sie haben da kurz was dazu gesagt. Können Sie das etwas ausführen? Also wer war da aktiv, wer waren die Akteure und
was für einen Zeithorizont hatten die auch? Also das, ja, war das so spontane Trittbrettaktion oder war das längerfristig auch geplant? Also ich war einmal in diesem, also ich habe mich mit dem jetzt nicht besonders beschäftigt. Ich wollte, nur einmal hat es mich eben interessiert, was ist wirklich, wie funktioniert da Wissenschaft zu der Zeit. Bin dann in das Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gegangen. Also ich hatte schon bei dem Fall, den ich mir da angeschaut habe, so das Trittbrett, also Trittbrett in dem Sinne, weil Historiker, die auf Forschungs- und Archivreise gehen wollen, ja meistens kein Geld haben. Also die haben dann halt irgendwen gekannt, auch wieder wie heute, nicht? Irgendeinen im Ministerium oder Armeeoberkommando, haben gesagt, du, ich würde da immer schon gern forschen mit meinen drei Freunden, könntest du uns nicht unterstützen? Dann haben die gesagt, ja, und zahlen müsst ihr auch nichts dafür, weil ihr könnt da in den Garnisonen wohnen und ihr kriegt dann immer Soldaten mit, damit es sicher ist und die euch bei den Archäologen alles ausgraben. Also schon auch Trittbrett, wobei man müsste sich anschauen, vielleicht, die wollten wir ja wahrscheinlich vorher auch schon, ich weiß es nicht, aber also man sieht schon so, man nutzt die Gunst der Stunde, dass man hier mit viel Unterstützung und ohne Geldbedarf forschen kann. Kam es denn auch zum Abtransport von Materialien aus Archiven, Bibliothek und so weiter? Und was hat man damit gemacht nach dem Ende des Krieges? Also die Österreicher haben aus Belgrad sehr viel mitgenommen und nach Wien verschafft, weil man eben interessiert war an den Hintergründen zum Attentat. Also auf das hat man gezielt geschaut. Alles andere mitzunehmen als Einzelsouvenir hat man immer versucht zu unterbinden. Nur ich sage immer, wenn man Befehle immer wieder wiederholt, bedeutet das, dass die Leute das machen. Man kennt das ja auch heute. So. Ich kenne einige Soldaten aus der US Army, die in Afghanistan und sonst wo waren. Man glaubt nicht, was die zu Hause alles liegen haben. Also das ist ja gängige Praxis, dass man da so ein kleines Souvenir mitnimmt. Also das gab es auch. Die Österreicher wollten das nicht, haben das ständig verboten. Aber bewusst hat man eben dieses Material mitgenommen aus den serbischen Archiven, wo man sich erhofft hat, man findet was. Gefunden hat man nichts und nach dem Ersten Weltkrieg hat man es wieder zurückgegeben. Zugänglich für die historische Forschung. Wenn Sie übersetzen, mhm, die wenigsten Historiker sprechen wahrscheinlich Serbisch. Ich habe das Gefühl, so dass bei den westlichen Historikern serbische Quellen nicht vorhanden oder ignoriert werden, wenn Sie dazu noch etwas sagen. Ja, danke für die Frage. Das ist nämlich, also da muss man sagen, definieren Sie serbische Quellen, sage ich immer. Also ich habe ja auf dieses Buch von Jonathan Gomes hingewiesen und von einigen ist er refused worden mit, ja, der Erste, der serbische Quellen verwendet. Da habe ich gedacht, oh, welche? Ich habe hinten nachgeblättert, habe gesehen, hat Österreich ungarisches Schriftgut verwendet, das in Belgrad liegt. Sind das jetzt serbische Quellen? Jein. Ja. Die Schwierigkeit ist bei Serbien jetzt, dass eben die ganze Regierung, die ganzen Verwaltungsinstitutionen nicht funktioniert haben. Das heißt, man hat in dem Sinne nur ganz wenig Material, wo man sagen kann, das ist serbisches Verwaltungsschriftgut aus dem Ersten Weltkrieg. Aber letztens habe ich einige getroffen, die arbeiten jetzt mit Quellen aus Klöster- und Kirchenarchiven, weil die haben sehr wohl weiter funktioniert unter der Besatzung. Also wenn jemand sich wirklich für serbische Quellen interessiert, dann ist ein guter Anknüpfungspunkt diese Kirchen- und Klösterarchive. Die sind auch meistens sehr nett, also in ein paar war ich schon, man muss halt wieder sehr viel Raki trinken und rauchen. Ja, und dann gibt es natürlich Tagebücher, Memoiren von serbischen Kriegsgefangenen, serbischen Offizieren, Serben unter serbischer Besatzung. Ein Beispiel ist von Jovana Knežević, die hat sich mit Tagebüchern von Frauen unter der Besatzung in Belgrad beschäftigt. So, das ist auch eindeutig eine serbische Quelle. Obwohl eben viele dieser Tagebücher nicht in serbischen Archiven liegen. Ich wollte nur kurz fragen, ich habe nicht genau verstanden, warum in ich beantworte jetzt mal so, wie es die meisten serbischen Historiker beantworten, weil es gab eine Tradition dafür in Serbien. Also in dem Sinne, man,
das sind ja Strukturen, die hier dagegen arbeiten, die gab es schon vor 1914 und die gab es auch schon in der Zeit während der osmanischen Zeit. Also, und diese Komitatschis, die werden ja dann mit Kriegsausbruch zu zwar separaten, aber doch Teilen der Armee, die eben genau sich dieser Taktik bedienen sollen. Und das gab es eben nicht in der montenegrinischen Armee, was ich weiß, gab es in der serbischen. Also gewisse Traditionen und sie waren auch Teil der Armee. Und diese Leute sind zum Teil ja dann immer noch da, verstecken sich dann und organisieren den Widerstand. Ja, bekämpften die Besatzer auch besonders Geheimbünde und suchten sie nach Angehörigen solcher, die vielleicht auch Beziehungen dann zu den Feinden der Habsburger Monarchie hatten? Meinen Sie jetzt die Freimaurer oder Narodna und Brana? Schwarze Hand. Ach so, ja. Ja, klar. Also man hat schon, das ist ja das mit dem Nachrichtendienst. Also die waren ja besonders streng und die haben natürlich auch versucht, herauszufinden, wer hat daran gearbeitet, finden wir in irgendwelchen Häusern was. Man hat natürlich, der Nachrichtendienst hat wie so oft als eine separate Zelle innerhalb dieser Besatzungsverwaltung gearbeitet, die natürlich die Gunst der Stunde genutzt haben, jedem Hinweis nachzugehen, Häuser zu durchsuchen. Aber das ist auch ein Thema, das hat bislang noch niemand bearbeitet. Also schwierige Frage, wie ist die langfristige Wirkung, also Nachhaltigkeit der Besatzung in diesen drei Ländern? Wie ist das Bild, das sich diese Völker von Österreich-Ungarn oder Österreich und Ungarn heute machen? Hat das noch einen Einfluss? Ja, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich das zum Teil gewandelt. Also es unterliegt ja auch immer, je nachdem, wer politisch und die Medien gerade beeinflusst. In Montenegro war ich selber verwundert, dass es offenbar, alle, die mir das zumindest erzählt haben, dass es relativ gut angesehen wird, aber auch nur, weil es eben, wenn man nachher sozusagen die Zeit nachher serbische Besatzung versteht und die Österreicher, man will zeigen, Österreicher sind viel besser als die Serben, es ist immer so mit Politik auch verflochten. In Serbien war es relativ interessanterweise vor der großen Diskussion dieses Jahr und dem Buch von Christopher Clark, war es relativ indifferent, also in dem Sinne, ja, wenn die Widerstandskämpfer österreich-ungarische Soldaten umbringen, ist ja nur ganz klar, dass die sich wehren. Also es war relativ indifferent, schon sehr unterdrückerisch und gewaltvoll, aber jetzt nicht so die ganz bösen Österreicher. Eher die Ungarn, weil also man hat hier separiert zwischen Österreichern und Ungarn. Die Ungarn ganz böse, die Österreicher ein bisschen weniger böse. Jetzt dieses Jahr war es ganz böse. Aber es wird sich wahrscheinlich hoffentlich wieder ändern, sodass man dann wieder wissenschaftlich diskutieren kann, weil dieses Jahr war es nur mehr total unwissenschaftlich. Also es war nur mehr ein Aufrechnen, der eine sagt das und der andere sagt das. In Polen ist es auch relativ gut, wobei man sagen muss, hier kommen die Deutschen besser weg als Österreich-Ungarn als Besatzer, weil sie sagen, die Deutschen haben wirklich vehement auf die Unabhängigkeit hingearbeitet und die Österreicher nicht so. Und natürlich auch wieder als Gegenpol zur russischen Besatzung, ne, um es zu vergleichen. Also oft im Vergleich wird es dann besser. Also das ist auch sowas, wie warum heute in Bosnien die österreich-ungarische Zeit so gut gesehen wird, ist, weil man der Kriege gedenkt in den 90er Jahren und dann halt sagt, die Österreicher und auch Tito wird immer besser in der Erinnerung. Das ist halt auch die Geschichte, die das verändert und die Tagespolitik. Deutsche Besetzung? Nein, Erster Weltkrieg. Ja. Nein, nicht Zweiter Weltkrieg. Erster. Aber hier wird schon unterschieden zwischen dem kaiserlichen Deutschen und dem Nazi-Deutschland. Also, das ist denen, also das ist interessant, jedem bewusst, vom Kellner bis zur ja, einfachen Bürger. Ich habe noch eine Anschlussfrage an. Was Sie erzählt haben zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen von Militärgerichten, also auch einer gewissen Willkür oder Beliebigkeit in der Verwaltungspraxis, was mir irgendwie sehr einleuchtet, aber ich frage mich, gab es nie von Seiten Wiens, von Seiten des Armeeoberkommandos einen Versuch, da irgendwie mehr Kohärenz reinzubringen, auch im Sinne von ja, der Außenwirkung dieser Besatzungsmacht? Ja, ständig. Und das heißt, dass es nicht funktioniert hat. Okay, alles klar.
kann man auch keine bestimmten Phasen ausmachen. Es war wie ein dauernder Prozess. Ja, ja, es geht ständig. Also und vor allem die Schwierigkeit ist, dass man halt auf diese Honved-Truppen, die ungarischen, eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat. Vielleicht eine sehr persönliche Frage. Wir alle sind ja an Geschichte interessiert. Bei Ihnen sprudelt das wie verrückt. Was wurde in Ihre Wiege gelegt dafür? Der erste Film, den ich gesehen habe, der mir wirklich gut gefallen hat, war Ben Hur. Und dann kamen alle anderen Monumentalschinken. Okay, Sissi gehört auch dazu, jetzt nicht lachen. Ja. Aber... ja, alles das. Und Povadis war einer meiner Favorites. Ich weiß nicht, es war einfach immer schon da, wobei mich dieses Jahr viele Journalisten gefragt haben, und was hat denn Ihre eigene Familie im Ersten Weltkrieg gemacht? Letzte Woche bei einem Vortrag hat mich mein Papa zum ersten Mal gehört und hat gefragt, ja, was haben wir eigentlich gemacht? Ich habe gesagt, keine Ahnung, es hat mich nie interessiert. Aber da muss man dazu sagen, es ist alles eine bäuerliche Familie und ich habe schon vor Jahren abgesteckt, dass hier erstens nichts aufgehoben worden ist, die haben auch nichts geschrieben. Da habe ich dann gesagt, mangels Quellen hat Akta. War noch eine Frage? Ah, Entschuldigung. Ah, noch eine letzte Frage. Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen, warum die muslimische Bevölkerung so ausgespart worden ist von der österreichischen Besatzung? Aus welchen Hintergründen? Ja, das ist genau das Thema, wo ich jetzt gerade dabei bin, einen Artikel drüber zu schreiben, weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin. Also zum einen kommen aus Wien immer wieder Befehle, die Bevölkerung gleich zu behandeln. Ja? Also Serben und Montenegriner und Muslime und Albaner gleich. Nicht favorisieren. Auf der anderen Seite finde ich, jetzt war ich vor einem Monat in Zettingen im Archiv, da gibt es 3 Kreiskommandos, noch das Verwaltungsschriftgut, das war genau die Kreise, wo es sehr viele Muslime gibt, wo halt immer wieder beschrieben wird, zum Beispiel, was machen wir mit den Strafgeldern? Sollen wir diese orthodoxe Kirche aufbauen? Nein, bauen wir doch die Moschee auf. Also wo man dann das ganze Geld sozusagen zur Unterstützung der Muslime gibt. Und dann eben, wenn man das gegenliest mit Wien, die immer wieder sagen, gleich behandeln. Also ich glaube, dass es... Ah, und dann gibt es noch einen Fall. Österreich-Ungarn hat ja die Haager Landkriegsordnung unterzeichnet. Das heißt, theoretisch hätte man sich dran halten sollen. In dem Fall wollte man sich sogar dran halten, denn die Haager Landkriegsordnung sagt, wenn man ein Land besetzt, dann muss man zumindest die Verwaltung auf Gemeindeebene lassen, wenn sie da ist. In Montenegro war es so, dass die zum Teil nicht da war, zum Teil hat man gesagt, die sind nicht, auf die kann man sich nicht verlassen. Auf der anderen Seite hatte man die muslimische Bevölkerung, die gesagt haben, wir wollen kooperieren, wir wollen aber wieder Bürgermeister sein, so wie vor dem Ersten Balkankrieg. Und die Österreicher, naja, eigentlich gehört eh euch das Land und nicht den bösen Serben. Und haben dann immer wieder nach Wien, die wollen aber das machen, die wollen kooperieren, die haben uns schon geholfen, als hier Front war, bitte, bitte. Und Konrad sagt immer nein. Geht nicht. Höchstens, dass wir österreich-ungarische Soldaten einsetzen. Dann fragen die immer wieder aus der Region, bitte, bitte. Und irgendwann sagt Konrad dann, na gut. Aber nur, wenn es keine Montenegriner gibt, die gerade da sind, wenn es einen Montenegriner gibt, die Muslime zur Seite stellen, gleichrangig. Also, ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Aber vieles, was Bevorzugung ist, ist in dem Sinne auch nur die Praxis, die man in Bosnien schon gemacht hat. Also mit den Musliminnen zum Beispiel. Also das ist dann gar nicht so Besatzungspolitik, das ist die Armee einfach gewohnt aus Bosnien. So eine Mischung aus allem. Ja, dann ist es an mir, Ihnen ganz herzlich zu danken nochmal für den Vortrag, Ihnen allen fürs Kommen mitdiskutieren. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich, und einen schönen Abend noch. Wow, jetzt haben wir aber lange. Ich muss mich